Im Anschluss Neues aus Waldheim. Mit dem Hotelchef Herrn Gamsrockel aus dem nördlichen Tirol und Kai K. aus der Generation Praktikum. So, schau mal, Kai. Eine Weißwurst für einen Schweinsteiger, Bohnen für einen Ballack und ein polnisches Gänseschmalz für einen Podolski und für einen Klose. Vergessen Sie es, Herr Gamsrockel. Der DFB wird niemals Ihre Pension als Mannschaftsquartier auswählen. Da können Sie den Tisch noch so liebevoll decken. Außerdem würde ich fürs Foto vielleicht den vollen Aschenbecher wegstellen. Mario Basler spielt nicht mehr. Die Fotos kommen in die Bewerbungsmappe für den DO20er. Den Fußballplatz draußen muss ich auch fotografieren. Das Trainingsgelände, gell? So. So, dann. Jetzt müssen wir uns nur noch was überlegen wegen der Bettensituation. Wir haben ja allein ein Bett im Hotel. Wir können nicht alle Nationalspieler in einem Bett schlafen. Die sind doch nicht schwul. Ja, aber Moment mal, Herr Gamsrockel. 5% aller Männer sind homosexuell. Das müsste rein statistisch heißen, dass es in Deutschland etwa 20 homosexuelle Fußballprofis gibt. Geh hör mal rauf mit der Statistik. In Österreich ist 1% aller Männer blind, gell? Das würde nach deiner Logik bedeuten, dass es in Österreich in der Bundesliga etwa 3 blinde Profifußballer gibt. Ist doch ein Blödsinn, es gibt ja viel mehr. Du sag mal, ein Zusatzbett hätten wir schon da. Vielleicht für einen Philipp Lahm. Fußballprofis steigen nur in den allerbesten Hotels ab. Im Hotel 4 Jahreszeiten oder im Steigenberger. Ja, mein, wir sind auch sowas wie Steigenberger. Seitdem der Lift kaputt ist, muss man aufsteigen auf den Berg. Herr Gamsrocke, Sie haben keinen Wellnessbereich. Sie haben kein Entmüdungsbecken. Sie haben keinen Seminarraum für die Videoanalyse. Sie haben keinen Golfplatz. Sie haben nicht mal einen beschissenen Tischtennistisch. Die Spieler würden sich hier zu Tode langweilen. Ja, wahrscheinlich hast du recht. Aber ich habe noch einen Sack Kastanien im Keller. Da könnten Sie, wenn Sie wollen, die Fußballer, könnten Sie so Kastanienmandeln bauen, wenn Ihnen fad ist. Herr Gamsrocke, ganz im Ernst. Ich glaube, nicht mal Fußball-Hooligans würden Ihr Hotel als Mannschaftsquartier auswählen. Glaubst du wirklich? Ich glaube, Hooligans hätten Angst vor Gamsrockel. Was für eine Schnapsidee, sich als Mannschaftshotel zu bewerben. Wir haben ja nicht mal fließendes Wasser. Da stelle ich mir lustig vor, morgens, wenn Jens Lehmann wach wird und Gamsrockel ihm ins Gesicht spuckt und sagt, trink Wasser und dusche in einem. Herr Gamsrockel? Ja? Was machen wir dann eigentlich, wenn die Spieler ihre Frauen mitbringen? Mei, hoffentlich bringen sie nicht mit, weil es macht ja überhaupt keinen Sinn. Warum? Ja, hier ist es so eng, Kai, eine Erektion ist aus Platzgründen ja völlig unmöglich. Gell?